Roger. Moin Christian, alles klar? Alles klar. Hast du Glück gehabt? Ja, fängt gleich an zu regnen. Kaffee, Croissant? Ja, wie immer, bitte. Aber heute zweimal. Aha. Was heißt hier aha? Ja, aha heißt aha. Ja, sie hat mich heute eingeladen zum Frühstück. Für besondere Verdienste? Wenn man so will, ja. Na, ehrlich? Das ist ja... Komm, Joe, nicht was du denkst. Irgendwie ist das schon komisch mit euch zwei. Was ist komisch? Am Tag seid ihr in der Arbeit beieinander. Auf die Nacht geht's, ich weiß nicht, wie oft miteinander fort. Ja? Jetzt darfst du miteinander frühstücken. Nur vom ins Bett gehen bis zum Aufstehen geht jeder zu sich warm. Ja, aber was ist daran komisch? Das ist so bei guten Freunden. Also eins weiß ich sicher, da kenne ich mich aus. Mann und Frau sind nie, und zwar gar nie, nicht nur gute Freunde. Außer, er steht einmal so überhaupt nicht auf sie. Und dass du nicht so, überhaupt nicht so auf sie stehst, das erzählst du mir nicht. Was du immer siehst. Mann! Oh, guten Morgen. Haben Sie ja gerade noch Glück gehabt, was? Ja, fängt gleich an zu regnen. Hier, vielen Dank nochmal fürs Leihen. Kein Problem, gerne. Weil da macht mir nämlich keiner was vor. Guten Morgen. Ist der für mich? Ja, weil ich weiß ja schließlich, was ihr zwar braucht. Also, die macht wirklich tolle Bilder, aber ich habe keine Ahnung, wie ich meine Speicherkarte wieder raus. Du, das Beste ist, du kannst die Bilder in... Also, sie können die Bilder... Du bist schon in Ordnung. Okay. Na, geht doch. Entschuldigung. Ja. Guten Morgen, Frau Stockel. Herr Lind, sind Sie im Times Square? Ja, bin ich. Warum? Ist die Frau Ortmann bei Ihnen, gell? Wollen Sie die etwas sprechen? Oh, na, richten Sie einfach nur einen schönen Gruß aus. Schönen Gruß von Frau Stockel. Zurück? Zurück. Aber Sie rufen bestimmt nicht an, um Grüße auszurichten, was? Nein, Herr Lind. Wir haben einen neuen Fall reingekriegt und da müssten sofort hin. Aha, und wo? In Groß-Egelsee. Ja, das kenne ich. Worum geht's? Ich rufe Sie gleich zurück. Ich muss nämlich jetzt einmal einen Brandl anrufen, gell? Bis später, Herr Lind. Die Ortmann und der Lind, die hab's ja gleich gewusst. Tut mir leid, aber ich bin schon wieder weg. Aber trotzdem vielen Dank für die Einladung. Wir sehen uns bestimmt später. Joe, mach's gut, bis dann. Ja, servus. Jetzt hat er wieder seine Kamera liegen lassen. Wo der immer mit seinen Gedanken ist. Na super. Und wie kriege ich jetzt meine Speicherkarte daraus? Frau Hofer? Frau Hofer? Ja? Ja, Frau Hofer. Wir haben uns ein bisschen ein Frühstück gemacht. Wollen Sie schon was, oder? Danke, aber dafür habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Sie sehen es ja. Ja, aber es ist doch wichtig, so ein Frühstück als Grundlage für den ganzen Tag. Wissen Sie was, Sie gehen jetzt mit mir mit und setzen Sie zu mir und wir frühstücken und ich helfe Ihnen dann vielleicht nachher, wenn Sie irgendwie beim Ding was haben, dass wir gemeinsam zusammen, Sie und ich, ja. Frau Stockel, was gibt's? Herr Brandl, ich habe eine gute Nachricht für Sie. Eine gute Nachricht? Ja, Sie müssen heute nicht zum Morgenappell beim 80er antanzen. Aha. Wir haben nämlich einen neuen Fall reingekriegt und da müssten Sie sofort hin, beziehungsweise gleich hin, wobei der 80er die Betonung auf gleich gelegt hat. So, und wo finden Sie unser Opfer? Es handelt sich nicht um ein Opfer, sondern um ein Auto. Betrifft es nicht ein bisschen mehr die Kollegen vom Verkehr? In dem Fall betrifft es nicht die Kollegen vom Verkehr, weil nämlich Spuren eines Gewaltverbrechens festgestellt worden sind. Haben Sie den Herrn Lind schon informiert? Der Herr Lind ist schon unterwegs. Dann passt's ja. Der wird dem Hofer immer ähnlicher. Herrschaftszeiten. Herrschaft, jetzt habe ich nicht gefragt, wo ich hin muss. So, Frau Weickert, danke für Ihre Hilfe. Wenn wir noch Fragen haben, dann melden wir uns bei Ihnen, gell? Bitte schön. Morgen, Herr Lind. Morgen. Das war die Frau Weickert, unsere Zeugin, die das Auto gefunden hat bei John. Ich habe schon alle relevanten Fakten aufgezeichnet. Sehr gut. Welche Fakten sind das?
Ja, dass ich das Auto gefunden habe. Entschuldigung. Und sonst? Nix. Aha. Haben Sie wenigstens schon den Fahrzeughalter festgestellt? Nein, habe ich nicht, weil ich bin jetzt nur 10 Minuten gekommen. Dann tun Sie das bitte. Immer wieder gerne. Guten Morgen. Guten Morgen. Und? Ziemlich viel Blut. Von einem Kratzer ist das nicht. Habt ihr schon eine Hundertschaft bestellt, die die Umgebung absucht? Nein, bis jetzt noch nicht. Gut, dann kümmere ich mich drum. Ja. Darf ich da schon einen Blick reinwerfen? In die Taschen. Kein Problem, die Fingerabdrücke haben wir schon. Wir haben wir gleich fertig. Und zwar Rosenheim CP 914. Ja. Moosröschenweg 12, ja. Ja, alles klar. Danke, habe ich notiert. Ene. Guten Morgen, Herr Mohr. Gut, Herr Brandl. Und, was gibt's heute? Ah, jetzt haben wir nicht einmal ein Leicht, haben wir nur ein Auto mit Blutspuren. Aber ich habe schon den Halter von dem Fahrzeug herausgefunden, also von mir die Halterin. Respekt. Danke. Morgen, Herr Brandl. Und Herr Lind. Irgendwie erinnern Sie mich heute an Herrn Hofer. Echt? Ist schon soweit? Nein, der war auch immer Zweiter. Ah, ich wollte den Übergang nicht zu abrupt gestalten. Verstehe. Ja, und ich habe die Halterin von dem Auto herausgefunden. Es handelt sich dabei um... Moment. Dagmar Ufert, geboren 13. Februar 71, wohnhaft in Rosenheim, Moosröschenweg 12, richtig? Wieso wissen Sie das? Hauptsache, ich telefoniere meinen Wolf, gell? Was anderes haben wir schon veranlasst, die Gegend zu durchsuchen. Nein, das haben wir noch nicht veranlasst, weil wir eben erst gekommen sind. Aber der Herr Mohr kümmert sich bestimmt drum. Ja, der Herr Mohr kümmert sich darum. Warum eigentlich immer der Herr Mohr? Ja, vielleicht deswegen, weil wir zwar jetzt in den Moosröschenweg fahren. Sie sagen es. Mein Name ist Lind, Kripo Rosenheim, das ist mein Kollege, der Herr Brandl. Das ging aber schnell. Haben Sie hoch? Was ging schnell? Ich habe vor 5 Minuten bei der Polizei angerufen, weil ich meine Frau vermisse. So, davon wissen wir noch gar nichts. Aber das Auto Ihrer Frau haben wir gefunden. Sie haben das Auto gefunden? Und, wo ist meine Frau? Wir müssen davon ausgehen, dass hier irgendwas zugestoßen ist. Ihr Wagen stand heute Morgen verlassen auf einem Hügel bei Groß-Egelsee. In dem Auto fand man Blutspuren. Das ist ja schrecklich. Wann haben Sie denn festgestellt, dass Ihre Frau verschwunden ist? Heute Morgen. Warum nicht gestern? Ich bin heute Morgen erst aus Hof zurückgekommen. Ich hatte da geschäftlich zu tun. Sie haben im Hof übernachtet? Wo? Im Hirschen. Können wir das vielleicht später besprechen? Herr Ufert, Ihre Frau ist verschwunden. Ich glaube nicht, dass es im Moment irgendetwas Wichtigeres gibt. Natürlich. Entschuldigen Sie. Wann haben Sie Ihre Frau das letzte Mal gesehen? Es war gestern Abend. Wir sind 6 gemeinsam aus dem Haus. Sie ins Fitnessstudio und ich nach Hof. Welches Studio besucht Ihre Frau? Das Gym 2000. Sie geht da 2-3 Mal die Woche hin. Mit ihrer Freundin Paula. Das Gym 2000 kenne ich. Sieht man das noch nicht? Na, ich fahre jeden Morgen vorbei. Auf dem Weg ins Präsidium. Hatte die Freundin Ihrer Frau auch einen Nachnamen? Seemann. Paula Seemann. Sie hat in der Innenstadt eine Boutique, direkt am Marktplatz. Meine Herren, wenn Sie sonst keine Fragen haben, dann würde ich jetzt... Ja, alles klar. Ihre Frau hat doch sicher eine Haarbürste, oder? Selbstverständlich. Dürften wir die vielleicht haben? Wieso das denn? Für einen DNA-Abgleich. Ja, logisch. Hole ich ihn sofort. So richtig nah scheint er bis nicht zum Gehen. Vorsichtig ausgedrückt, ja. Kann's auch ein Kamm sein. Bürsten war besser. Morgen. Kann ich was für Sie tun? Ja, Frau Seemann? Ja? Wir sind von der Kripo. Mein Name ist Lind. Brandl. Ist was passiert? Das wissen wir noch nicht.
Aber der Herr Ufert hat uns erzählt, dass Sie die beste Freundin von seiner Frau sind. Ist was mit der Dagi? Wir haben heute Morgen ihren Wagen gefunden, aber von ihr fehlt leider jede Spur. Aber wir waren doch gestern noch zusammen im Gym. Wann genau haben Sie die Frau Ufert das letzte Mal gesehen? Also, bis 9 waren wir noch in Bauchbeine-Po, dann sind wir in die Sauna. Und ich bin dann nach Hause und die Dagi wollte noch ins Solarium. Bauchbeine-Po? Ist dieser Kurs? Ja, da gehen wir zweimal die Woche hin. Wie heißt denn bitte der Leiter? Ramon Ramirez. Ah, Spanier. Naja, eigentlich heißt er Raimund Radlmeier, aber er glaubt halt, dass er mit der Latino-Masche besser ankommt bei den Mädels. Und? Kommt er besser an? Ja. Der Ehemann Ihrer Freundin hat das Verschwinden relativ gelassen aufgenommen. Der Stefan. Dazu sage ich jetzt nichts. Wenn Sie nichts sagen, sagen Sie einen ganzen Haufen. Manchmal mehr, als hätten Sie was gesagt. Ja, mein Gott, die zwei haben sich halt arrangiert. Luxus gegen Treue. Ja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Und die Dagi hat sich dran gewöhnt. An den Luxus. Ja, wer gibt es schon gerne auf? Villa, Auto, teure Klamotten? Ja, also Frau Seemann, das war's fürs Erste. Wenn sich die Frau Ufert bei Ihnen melden sollte, hier ist meine Karte, ja? Wiederschauen. Wiederschauen. Hier ist die Stuckel. Hier ist die Michi. Lind, Brandl. Die sind noch unterwegs. Gott sei Dank. Kann ich vielleicht einmal in Ruhe einen Kaffee trinken? Die Frau Ortmann hat sich auch nach dem Herrn Lind erkundigt. Naja, aber jetzt hat vielleicht was von dem wollen. Ja, natürlich will die was von dem. Stuckel, was du immer meinst. Ich mein nicht, ich weiß. Guten Morgen, Herr Lind. Grüß Gott, Herr Brandl. Morgen, Frau Stockel. Morgen. Herr Lind, die Frau Ortmann hat sich nach Ihnen erkundigt. Ah, wahrscheinlich wegen der Kamera. Na, von der Kamera hat die nichts gesagt. Soll ich es vielleicht einmal kurz anrufen und ihr sagen, dass sie jetzt da wären? Nein, danke, nicht nötig. Ah. Und? Was und? Die Hundertschaft. Haben die was gefunden? Gar nichts haben sie gefunden. Keine Leiche haben sie gefunden und keine Spuren haben sie gefunden. Nix. Das ist schlecht. Ja, immer noch besser, als wenn wir Frau Uferts Leiche gefunden hätten. Haben Sie jetzt wieder recht? Kripo Rosenheim, Apparat Stockel, grüß Gott. Herr 80er. Ja. Die sind da. Gut, mach ich wieder hören. Ihr sollt zum 80er kommen. Aber in Zwister nicht so. Herr Lind, soll ich der Frau Ortmann nicht doch was ausrichten? Ich meine nur für den Fall, dass sie fragt. Nein, das sollen Sie nicht, Frau Stockel. Vielen Dank. Herr Kollege. Ja. Und, Herr Brandl? Hab ich's nicht gesagt? Sag einmal, Stockel. Oh, das ging jetzt aber schnell. Nehmen Sie doch bitte Platz, meine Herren. Der Herr Brandl sitzt natürlich bereits. Bitte, Herr Lind. Also, gibt's schon irgendwelche Ermittlungsergebnisse im Fall Ufert? So wie es ausschaut, ist die Frau verschwunden. Und das nicht freiwillig. Danke, Herr Brandl. Also, von allein wäre ich da jetzt selber nicht drauf gekommen. Also wir gehen im Moment davon aus, dass sie entführt wurde oder sogar ermordet. Haben Sie schon in Betracht gezogen, dass es sich eventuell um einen Racheakt handeln könnte? Ein Racheakt? Ja, Ihr Mann ist doch der Anlageberater Ufert. Ja. Es gibt eine Menge Leute hier in Rosenheim, die durch seine Anlagetipps viel Geld verloren haben. Sehr viel Geld. Aber das muss man doch nicht an seiner Frau auslassen. Da kann einen die Wut schon überkommen. Ich könnte mir das sehr, sehr gut als Motiv vorstellen. Also, rein theoretisch. Und praktisch? Naja, Sie werden sicher im Laufe Ihrer Ermittlungen darauf stoßen. Ja, auch ich habe durch Herrn Ufert, naja. Haben Sie Geld verloren? Ja. Also, meine Herren, diesen Ermittlungsansatz sollten Sie nicht unberücksichtigt lassen. Nein, nein, werden wir nicht. Bitte. Was viel? Oh, bitte, Herr Lind. Grüß Gott, Herr Ufert. Haben Sie meine Frau gefunden? Bis jetzt noch nicht. Was wollen Sie dann hier? Vielleicht habe ich ein paar Fragen. Das ist jetzt schlecht. Ich bin schon wieder auf dem Sprung. Herr Ufert, ich glaube, da werden Sie beim Springen noch ein bisschen warten müssen.
langsam gleichmäßig zurück. Ein paar Stücke. Super. Ist gut, du spürst das. So, wieder vor. Langsam, ausatmen. Herr Radlmeier? Ja? Kann ich Sie kurz sprechen? Ja. Ja, dann machst du jetzt drei Sätze auf 15 wiederholen. Okay? Schön langsam. Alles gut? Ja, mein Name ist Lind. Ich bin von der Kripo Rosenheim. Aha. Es geht um Frau Ufert. Ah, die Dagi. Ja, sie war gestern Abend in ihrem Kurs? Ja, und Bauch, Beine, Po. Warum? Sie wird vermisst. Wie vermisst? Um das rauszufinden, wäre es gut, wenn Sie meine Fragen beantworten. Also, wann ist sie von hier weg? Gott, nach dem Kurs ist sie noch in Solarium und in die Sauna und es muss so gegen 10 gewesen sein, wie sie weg ist. Haben Sie sie wegfahren sehen? Nein, ich habe ihr Dienst gehabt. Ich verstehe nicht, was mein Beruf mit dem Verschwinden meiner Frau zu tun haben sollte. Sie sind Anlageberater. Da geht es um sehr viel Geld. Ja, natürlich. Ja, und ich habe in letzter Zeit gehört, dass Sie einiges in den Sand gesetzt haben. Was soll das heißen? Natürlich kommt es schon mal vor, dass eine Anlage nicht die gewünschte Rendite abwirft. Oder anders gesagt, dass das angelegte Geld komplett weg ist. Ich weise meine Kunden bei jeder Anlage grundsätzlich auf die Risiken hin. Aber bei den meisten schaltet bei den Worten Steuerersparnis und Rendite das Hirn ab. Wie gut kennen Sie Frau Ufert? Ich hoffe, wie man sie halt so kennt, gell? Manchmal trinkt man noch einen Milchshake oder einen Cocktail, aber weiter nichts. Ja. Und ist Ihnen gestern Abend vielleicht irgendwas Besonderes aufgefallen, dass sie nervös war oder irgendwie anders als sonst? Na, wie immer. Gut, dann bräuchte ich bitte noch eine Liste der anderen Kursteilnehmer, wenn es geht. Ah ja, kein Problem. Drücke ich hinaus. Tja. Gut, Herr Ufert, dann bräuchte ich noch eine Liste von Ihnen mit allen Anlegern, die sich mit Ihrer Hilfe verspekuliert haben. Wie stellen Sie sich das vor? Das sind extrem sensible Daten. Wir könnten einen Aufruf in der Zeitung veröffentlichen, wo sich alle Anleger melden sollen, die durch Sie Geld verloren haben. Wenn Ihnen das lieber ist. Okay. Aber Sie müssen diese Daten äußerst vertraulich behandeln. Einverstanden. Ach, damit Sie es wissen, wir legen jetzt eine Fangschaltung für Ihre Telefonanlage. Wieso denn das? Wenn Ihre Frau entführt worden ist, sich die Entführer melden? Wenn es denn nötig ist. Ist es, Herr Ufert. Ja, selbstverständlich, ich hab's notiert. Danke, wiederhören. Hallo, Frau Stockel. Hallo. Der Christian ist nicht da? Nein, der Herr Lind ist momentan nicht da. Der müsste aber jeden Moment kommen. Sie können ihn gern bei mir im Büro warten. Ich habe gerade einen frischen Kaffee aufgebrüht. Nein, danke. Soll ich ihm was ausrichten, dem Christian? Ah, wir sind schon da, das ist gut. Hallo, Herr Conti. Grüß Gott, Frau Hartmann. Christian, ich habe deine Kamera. Ach, super, ja. Habe ich liegen lassen, danke. Du warst so schnell weg, dass ich dich nicht mehr fragen konnte, wie ich meine Speicherkarte rauskriege. Ach so, das geht ganz einfach. Hier, draufdrücken, zack, und dann... Da bei den Batterien. Na, Joe hat es jedenfalls nicht geschafft. Oh. Tschüss. Ja, mach's gut. Bis dann. Seit wann sind Sie per Du mit der Frau Hartmann? Seit heute Morgen. Aha. Ja. Gut, dann fassen wir mal zusammen, was wir bisher haben. Nicht früh. Eine Ehefrau, die verschwunden ist, ein Ehemann, dem das ziemlich wurscht ist, und eine Liste von geprellten Anlegern, die sich liest wie das Who is Who von Rosenheim. Kaum einer von den Gespickten, der bei dem Korkgeld verloren hätte. Ach, apropos, ich habe ja auch noch diese Liste von den Kursteilnehmerinnen. Entschuldigt's bitte, aber das Labor hat gerade angerufen, die Blutspuren aus dem Auto stammen von der Frau Ufert. Ah, danke, Frau Stocker. Bitte. Übrigens, ich habe ja noch eine Liste mit Teilnehmerinnen bei einem Fitnesskurs. Wenn Sie da bitte mal nachfragen, ob eine von denen gestern Abend irgendwas Relevantes gehört oder gesehen hat. Gern. Entschuldigung, für so Geschichten bin ja eigentlich ich zuständig. Herr Mohr, für eine Ideallisten. Hi. Schauen Sie, das sind die ganzen geprellten Anleger. Wenn Sie die mal auf Ihr Alibi überprüfen. Da ist eine 80 dabei. Ja, super. Herr Mohr, fangst du mal bei Aero. Wie Reischl. Ja, der hat auch. Mhm, nicht zu knapp. Was tun wir nur ohne Listen? Ja. Oh, Sie sind's. Gibt's was Neues von der Dagi? Das fragen wir Sie. Wieso mich? Also bei mir hat sich die Dagi nicht gemeldet, wenn Sie das meinen.
Vielleicht wollen Sie uns etwas erzählen über Ihre Freundin. Könnte es vielleicht sein, dass sie sich absetzen wollte? Das glaube ich nicht. Wovon soll sie denn leben? Ein anderer Mann vielleicht? Also, seit einiger Zeit läuft was mit dem Ramon. Aber das ist keiner, mit dem sie durchbrennen würde. Fehlt ihr auch das nötige Kleingeld? Ja, der könnte ihr nie das Leben ermöglichen, das sie sich vorstellt. Und warum erzählen Sie uns erst jetzt von diesem Verhältnis? Wenn das der Stefan mitkriegt. Tja, dann ist vorbei mit dem ganzen Luxus. Könnte sein. Herr Moll, ich grüße Sie. Alles gut, Herr Reischl. Es ist aber nett, dass Sie mich besuchen. Herr Reischl, mein Besuch ist rein dienstlich, nicht privat. Dienstlich? Ich bin unschuldig in allen Anklagepunkten. Ja, dann. Gehen wir doch rein. So. Nicht den Salon, wir gehen ins Frischzimmer. Bitte schön. Herr Reischl, eine reine Routinefrage. Kennen Sie den Stefan Uffert? Hören Sie nur auf mit dem. Der hat mir eine Rendite versprochen, und zwar von 10%. Jeden Monat. Jetzt fragen Sie mich nicht, was dabei rausgekommen ist. Alles futsch. 100% Verlust. Ja, genau. Ich habe gerade eine Flasche Wein aufgemacht, einen sehr guten Tropfen. Mögen Sie Glasl? Ja, Reischl, ich bin nur im Dienst. Ja, aber die Polizei ist doch immer im Dienst. Schluckerl geht schon. Auch nicht mehr. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, warum Sie hier sind. Herr May, die Frau vom Ufer ist verschwunden. Und die soll jetzt alle fragen, die über den Tisch gezogen hat. Wo es gestern Abend gewesen sein? Ich? Ja, hier zu Hause. Haben Sie dafür ein Zeugen? Ja, klar. Meine Mama. Hofer, ich habe uns eine Überraschung mitgebracht. Ich habe jetzt keine Zeit. Ah, ja, fertig. Jetzt ging es her. Wissen Sie, ich habe mir gedacht, wenn ich schon nicht mit meinen landwirtschaftlichen Kenntnissen glänzen kann, möchte ich Sie wenigstens kulinarisch verwöhnen. Mögen Sie Chinesisch? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit zum Essen. Ich muss die Kaibi füttern. Ach, Kaibi, Kaibi, Kaibi. Sie müssen was essen. Jetzt ging es her. Wie ich ausschaue. Sie schauen sehr gut aus. Und hübsch. Danke. Schaut's her. Frühlingsrollen. Machen wir ein bisschen Reis. Nudeln. Und ein bisschen Gemüse. Auf ein Besteck. Und Butter 7 Köstlichkeiten. Für danach. Apropos Butter. Wie geht's denn einem Bruder? Dem geht's richtig gut. Kein Stall, keine Feldarbeit. Naja, aber mir geht er gescheit ab. Das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Ja, so ist es, gell? Wenn er da ist, ist nichts. Wenn er nicht da ist, ist erst recht nichts. Also, was habe ich schon ewig nicht mehr gegessen? Jetzt haben Sie die Auswahl beim Besteck. Europäisch oder? Wenn schon, dann schon. Einen guten. Einen guten. Und schmeckt's? Mhm. Aber jetzt haben wir ganz was anderes. Der Lind und die Frau Ortmann bahnen sich da was an. Ich meine schon, dass da was läuft. Aber woher wissen Sie das schon wieder? Mei, Rosenheim ist halt nicht New York. Und die Frau Stockel kein Beichtstuhl. Brandl. Ja, Herr Mohr. Ja. Bin schon unterwegs. So haben wir. Jetzt haben wir es wieder. Jetzt muss ich Sie allein lassen. Mit Butter und seine 7 Köstlichkeiten. Schaut. Na? Ah, Herr Mohr. Ja? Wo ist denn der Herr Lind? Also, den erreiche ich nicht. Der steckt wahrscheinlich in irgendein Funkloch drin. Da war ich jetzt auch gern. Oh, nein. Ah, Herr Brandl. Nicht ja. Im Büro. Der Dings war im Vernehmungsraum der Uffert. Im Vernehmungsraum? Ja. Ah, gut.
Warten Sie einen Moment. Geh mit. Das ist aber nett. Das ist eigentlich... Ha? Das gute Hofert. Wie schaut's aus? Haben sich die Entführer schon gemeldet? Ja. Hier, per SMS. Ah. Oh, vielen Dank. Also. Sag mal, das Ganze mal positiv. Anscheinend lebt Ihre Frau noch. Aber die wollen 250.000 Euro von mir. Haben's so viel? Ja, ich kann's besorgen. Das ist komisch. Absender Dagmar. Die SMS ist vom Handy meiner Frau abgeschickt worden. Vom Handy ihrer Frau? Schlau. Vielleicht können wir das Handy orten. Dann sie das machen einmal. Ja, ja, gerne. Aber ob das so deppert sind mit einem eingeschalteten Handy umeinander laufen. Probieren wir es mal. Ich finde ja. Wie geht's jetzt weiter? Ja, jetzt müssen wir warten, bis sich die Entführer bei Ihnen wieder melden. Herr Mohr, das war sehr richtig, dass Sie mich gleich angerufen haben. Ja. Wo befindet er sich denn jetzt, der Herr Ufert? Im Vernehmungsraum beim Herrn Prantl. Und der Herr Lind? Im Funkloch. Dann schicken Sie mir den Herrn Prantl. Ja, aber eigentlich wollte ich... Mir den Herrn Prantl holen, danke. Sie müssen auf jeden Fall bei der Geldübergabe zugreifen. Das halte ich für keine gute Idee, solange Ihre Frau nicht frei ist. Aber wer garantiert mir, dass ich mein Geld wiederbekomme? Wir unternehmen auf jeden Fall nichts, was Ihre Frau gefährdet. Ja, das ist ja schnell gegangen. Also das Handy, ne? Sie sollen ganz geschwind zum 80er kommen. Was wollen? Was weiß ich nicht. Gut. Dann bleiben Sie dabei da beim Herrn Ufert. Ja, aber eigentlich sollte ich doch... Das ist mit der Handyortung, das machen wir später. Ja, ja, wir brauchen auf jeden Fall die Spezialisten aus München. Ja, die Einzelheiten gebe ich Ihnen dann später durch. Ja, bitte. Ich melde mich dann. Danke. Grüß Gott, Herr 80er. Ja? Und? Wie ist jetzt der Stand der Dinge im Moment? Also, die Frau Uffert ist offensichtlich entführt worden. Die Entführer verlangen 250.000 Euro, melden sich morgen wieder. Ja, ich habe bereits Spezialisten aus München angefordert. Warum das? Herr Brandl. Weil Sie eben Spezialisten sind. Na, dann. Und Sie kümmern sich mittlerweile um Herrn Ufert, bis die Herren da sind. Herr Kollege. Morgen, Herr Lind. Ah, Sie schauen ein bisschen mitgenommen aus. Ja, schaut nicht bloß aus. Werner geht's gut. Ne? Morgen hat es doch was Positives, so ein Funkloch. Das Handy war plötzlich aus. Was gibt's Neues? Ja. Ich warte immer noch auf die Entführungsspezialisten aus München. Oh, dann sind wir also raus aus dem Fall. Ja, das glaube ich weniger. Ah. Wo ist denn der Ufert? Wahrscheinlich oben. Kaffee war nicht schlecht, hä? Ich schau mal, was die Küche hergibt. Kaffee sehe ich keinen. Wie wär's damit? Wurscht. Koffein ist Koffein. Sie haben sich wieder gemeldet. Darf ich? Hallo. Ah, steigen Sie mit dem Geld in den Wagen. Verlassen Sie die Stadt Richtung Süden. Weitere Anweisungen folgen. Jetzt wär's dann doch nur ein Schnitzeljagd, ha? Und die sollen wir den Spezialisten überlassen? Eher nicht. Ich hab da mal eine ähnliche Geschichte in Straubing erlebt. Da bin ich ja mal gespannt, ob Ihre Straubinger Theorie aufgeht. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Ah, von Herrn Mohr. Geldübergabe stattgefunden, Entführer entkommen, da Enduro und sehr guter Fahrer. Ja, ja, was taten wir ohne unsere Spezialisten aus München?
Was meinen Sie, wie lange? 10 Minuten. Da. Tatsächlich. Du hast verschoben, wie spät das ist. Ja, ja, bin gleich fertig. Mahlzeit. Oh, Scheiße. So, Herr Adelmeier, jetzt glaube ich, müssen Sie uns ein bisschen was erzählen. Zum Beispiel, wo Sie Frau Ufert versteckt haben. Na, das ist nicht so, wie Sie jetzt denken. Wie denken wir? Dass ich die Dagi entführt habe. Das war Ihre Idee. Mir war von Anfang an nicht wohl bei der Sache. Die Entführung war also nur vorgetäuscht. Mit Sinn für Dramatik. Wenn ich bloß an das Auto denke, die Blutspritzer. Ja, ich mit der Spritze abgezapft. Ich war mein Rettungssanitäter. Und warum das Ganze? Wir wollten mit den 250.000 was Neues anfangen. Und da die Vorstellung, Sie bringen uns jetzt erst einmal zur Frau Ufert. Kann ich mir noch was ansehen? Das war mir auch recht. Nach Ihnen. Frau Ufert! Dagi, kannst du aufmachen, ich bin's. Und... Frau Ufert! Dagi! Dagi! Mensch, machen's doch! Ich war das nicht. Das müssen Sie mir glauben. Ich war das nicht. Die Todesursache könnte die Verletzung am Kopf sein. Warum könnte? Weil ich definitive Aussagen immer erst nach der Obduktion treffe. Tja, so ist sie. Und der Todeszeitpunkt? Ich schätze mal, dass sie 12 Stunden tot ist. Also gegen Mitternacht, ja? Aber das können Sie natürlich erst definitiv nach der Obduktion sagen. Sehr richtig. Und wann gibt's dann so die ersten definitiven Ergebnisse? Das liegt ganz bei Ihnen. Je eher so bei mir auf dem Tisch landet, umso schneller haben Sie Ihr Ergebnis. Ist das nicht herrlich hier oben? Ja, Leiche mit Aussicht. Herr Brandl. Wie schaut's aus? Jede Menge Fingerabdrücke, aber keine Aufbruchspuren an den Fenstern und der Tür. Und der Schlüssel steckt von innen. Also hat sie ihren Mörder selbst reingelassen. Na, hat's ihn wahrscheinlich kennt. Tot. Tut uns sehr leid, Herr Ufert. Mein Beileid. Ich hab doch bezahlt. So wie es aussah, war Ihre Frau schon bei der Geldübergabe tot. Dürfen wir reinkommen? Ja, ja, natürlich. Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Ich hab doch genau das gemacht, was die von mir verlangt haben. Ja, wie gesagt, da war Ihre Frau schon nicht mehr am Leben. Den mutmaßlichen Entführer, den haben wir geschnappt. Allerdings bestreitet der den Mord. Herr Uffert, Ihre Frau wurde gar nicht entführt. Was soll das jetzt schon wieder heißen? Das soll heißen, dass Ihre Frau diese Entführung inszeniert hat. Unmöglich. Das kann nicht sein. Haben Sie gewusst, dass Ihre Frau einen Geliebten hatte?
Es wird immer absurder. Natürlich habe ich das nicht gewusst. Sie hatte schon seit längerem ein Verhältnis mit ihrem Fitnesstrainer. Die beiden wollten sich mit den 250.000 Euro ins Ausland absetzen. Wo ist mein Geld jetzt? Das haben wir erstmal sichergestellt. Wäre es nicht möglich, dass Ufer das Haus verlassen hat heute Nacht, ohne dass sie es bemerkt haben? Schon möglich. Wenn ich schlafe, dann schlafe ich. Aber der kann ja jemand engagiert haben. Ja, weil wenn er herausgefunden hat, dass seine Frau die Entführung nur vorgetäuscht hat, dann wäre das doch ein starkes Motiv, oder? Ja, wenn er es herausgefunden hat. Aber wie wollen wir ihm das nachweisen? Haben Sie auch wieder recht. Die Dagi nicht umgebracht. Es schaut aber ganz anders aus. Warum hätte ich es denn tun sollen? Wir wollten zusammen weg. Vielleicht wollten Sie das ja, aber Frau Ufert nicht. Vielleicht wollte Frau Ufert auch nur das Geld, Sie aber mehr. Da brennt am schnell mal die Sicherung durch. Wo waren Sie gestern gegen Mitternacht? Daheim. Zeugen? Ich war allein. Wo waren Sie vorher? Da war ich bei der Dagi auf der Hütte. Bis wann? Ich weiß es nicht so genau. Bis 11 oder so. Bis 11 oder so oder bis 12 oder so. Okay, nehmen wir mal an, es war so, wie Sie gesagt haben. Haben Sie auf dem Heimweg irgendjemanden getroffen? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Wusste sonst noch jemand, dass Frau Ufert in der Hütte war? Niemand. Wenn es jemand gewusst hat, wer soll es noch umgebracht haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Dagi noch gelebt hat, als ich weg von ihr bin. Frau Simon? Ja? Gibt's was Neues? Ja. Wir haben Ihre Freundin gefunden. Auf einer Berghütte. Wie geht's ihr? Es tut mir sehr leid. Ihre Freundin ist ermordet worden. Was? Wie? Wer? Wer, wissen wir nicht. Frau Simon, ich hätte noch ein paar Fragen an Sie. Ihre Freundin und der Radlmeier haben diese Entführung nur vorgetäuscht. Wie vorgetäuscht? Die wollten halt den Herrn Uffert abzocken und mit dem Geld ins Ausland verschwinden. Wieso ist sie denn tot? Da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Kennen Sie die Berghütte oben am Hinbach? Ja, die gehörte Dagis Eltern, ne? Waren wir als Kinder oft oben. Herr Uffert, kennt ja die auch. Wieso denken Sie, dass der Stefan... Was glauben Sie denn? Geht ja über Leichen. Hallo, Frau Doktor. Sie kommen genau richtig. Ich bin gerade fertig. Ja. Der Todeszeitpunkt war gegen Mitternacht. Todesursache ist die Verletzung am Hinterkopf. Die Hämatome und Kratzer lassen darauf schließen, dass sie sich heftig gewehrt hat. Wahrscheinlich ist sie während des Kampfes mit dem Kopf an die Tischkante geknallt. Da war jetzt aber nicht wirklich was Neues dabei. Unter ihren Fingernägeln, da habe ich Hautpartikel und Blut gefunden, was nicht von ihr stammt. Aha. Gut, wir haben zwei Tatverdächtige, dann werde ich Ihnen mal das DNA-Material der beiden zukommen lassen. Wenn die zwei Tatverdächtigen Männer sind, dann können wir uns den Aufwand sparen. Eine Frau? Mhm. Bartel? Ja, hier ist Lind. Wo stecken Sie gerade? Noch in der Stadt. Gut, dann treffen wir uns in 5 Minuten am Nepomuk-Brunnen. Einverstanden? Ja, kein Problem. Ja, Sie können sich in der Zwischenzeit ein Eis kaufen. Gute Idee. Bis gleich. Entschuldigung, wo ist denn hier bitte der Nepomuk-Brunnen? Danke. Wiedersehen. Es hat was, Simon. Mein Kollegen, Herrn Lind, den kennen Sie ja schon. Ja,
Grüß Gott. Langsam aber sicher werden Sie jetzt zum Dauergast. Wir sind heute zum letzten Mal da. Versprochen. Ja. Wissen Sie, wer die Tagi? Ja, wir sind ziemlich sicher. Herr Simon, wenn Sie bitte die Ärmel hochkrempeln würden. Wieso soll ich denn meinen Ärmel hochkrempeln? Bitte. Wir möchten Sie ungern dazu zwingen. Und jetzt sollten Sie uns erzählen, was gestern Nacht passiert ist. Als Sie mir erzählt haben, dass die Dagi verschwunden ist. Da wussten Sie gleich, was los war. Wir kennen uns ja schon seit der Schulzeit und sie war halt immer die Erfolgreichere und die Bessere und die Schönere und wir haben beide auf den Stefan gestanden und wen hat er genommen? Und vor ein paar Monaten hat sie mir noch den Ramon ausgespannt. Da haben Sie sich aus Eifersucht umgebracht. Nein, ich wollte die Hälfte von den 250.000. Ich wollte auch mal was vom Kuchen abhaben. Aber sie hat nur gelacht und dann habe ich ihr gesagt, dass ich alles auflegen lasse. Dann ist sie wie blöd auf mich losgegangen, habe ich mich gewehrt und dann ging ich so hin und her und dann ist sie mit dem Kopf auf die Tischplatte geknallt. Ich hätte es doch nicht gewollt. Blick lachen.